3. Wer fängt an? Du oder ich? Du kannst anfangen. Nee, du fängst an. Ich fang an. Du fängst an. Okay. Oder fang einfach nur an. Soll ich anfangen? Ihr wisst, das gibt wunderschöne Outtakes. Ja, natürlich. Wir wollen euch hier erst sehen, wenn alles überstanden ist. Dann, wenn unsere Gesellschaft wieder in Sicherheit ist, dann wollen wir euch hier sehen. Und glaubt mir, dann können wir Partys feiern ohne Ende. Und wir werden Partys feiern ohne Ende. Und wir wissen, wie wir Partys feiern ohne Ende. Aber nicht jetzt. Jetzt drückt euren Arsch zu Hause tatsächlich auf den Stuhl. Hallo, herzlich willkommen zu Marktplatz Tübingen TV. Ein Atemzug vor Ewigkeit. Das Meer ist weit und zu riesig. Ich bin froh, hier zu sein. Und wir wollen Leute zusammenbringen unter den Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Hast du das Gefühl, dass in Tübingen was passiert ist in diesen Wochen? Irgendwie positiv, negativ, aber auch positiv. Viele Leute haben ja hier auch an dem Platz gesagt, es gibt eine Art von Solidaritätsgefühl. Also jetzt jenseits von Diskriminierung, von Altersdiskriminierung, gibt Hilfsinitiativen, Stimmung ist gut, das Leben ist langsamer geworden, die Freundlichkeit. Also es haben eigentlich ungefähr, ich würde sagen, 100% der Leute, die hier so ein Gespräch geführt haben, haben gesagt, es hat super funktioniert, die Leute sind freundlich, sie sind entspannt, sie sind gelassen, Kliniken funktionieren. Also das war eine derartig überraschend positive Stimmung, mit Ausnahme derjenigen, die eben wirtschaftlich extrem drunter leiden. Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Ich nehme das auch so wahr. Tübingen ist wahrscheinlich mal wieder die Insel der Glückseligen, weil bei uns der Anteil der Menschen, die weiterhin ein sicheres Einkommen haben, wahrscheinlich der höchste ist in ganz Deutschland. Mhm. Das gilt natürlich für Pensionäre und Rentner, es gilt für Beamte, für den öffentlichen Dienst, für den Medizinsektor, die haben alle nicht diese Existenzsorgen. Aber die Gastwirte haben sie. Mhm. Und in anderen Städten, die stärker industriell geprägt sind, sieht die Welt völlig anders aus, wenn alle in Kurzarbeit sind und die Unternehmen pleite gehen. Also wir dürfen, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wie gut es uns da wirklich geht im Vergleich zu anderen, auch in Deutschland, anderen Städten und Ländern, auch in Deutschland. Ja, als einer der allerersten Besuche im Weinhaus Beck hilft es mich natürlich ganz heftig, dass ich nach über 40 Jahren zum ersten Mal ein Lokalverbot bekommen habe. Aber hoffe, das Lokalverbot wird irgendwann mal aufgehoben werden und dann werden wir alle wieder zusammensitzen in netter Runde vorne am Tisch 1. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin zwar noch nicht ganz so lange dabei, aber auch schon eine ganze Weile. Natürlich vermissen wir euch alle. Ich habe eine Dame. Bitte, nicht alle, aber okay, ja, gebe ich dir recht. Ich habe aber eine ganz, ganz große Bitte an euch, die ihr jetzt so alle in Zweisamkeit und zu Hause seid. Seid lieb miteinander, seid nett zueinander. Mit häuslicher Gewalt habe ich gerade genug zu tun. Und von daher bitte ich euch, ich brauche nicht noch mehr Mandate, nicht noch mehr Fälle. Bleibt alle lieb miteinander. Machen wir auch, gell? Tschüss miteinander. Wir machen schon. Ja, hallo Lukas, das ist ganz toll. Und ihr geht jetzt einfach zu den Stammgästen, oder ich weiß nicht, ob ich Stammgast bin. Ja, natürlich bist du Stammgast. Ich komme halt öfters, ja, und freue mich, bei euch reinzugucken, oder auf dem Marktplatz ist es natürlich fantastisch. Und dann solche Leute wie du und deine Kollegen, die sind immer gut drauf und das macht mir unheimlich Spaß. Und meine Frau natürlich auch. Ja. Magst du ein paar Grüße rausschicken an alle, mit denen du sonst trinkst? Ja, natürlich. Also ich würde mich beim Elzebetz, ich weiß nicht, ob man den so kennt, aber so wird er betitelt. Ja, ja, dem Walter und dem Jürgen und ja, und dann die ganzen anderen, die da immer kommen. Dann man lernt ja fast jedes Mal neue Gesichter kennen und unterhält sich ganz toll mit ehemaligen Studenten, die mal wieder Tübingen besuchen wollten. Und also es ist eigentlich immer eine tolle Atmosphäre und das fällt mir. Normalerweise würde ich um die Zeit bei euch sitzen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, danke. Heute war ich schon drinnen und da hat mir der Ralf das erzählt, ja, dass ihr sowas macht. Und da habe ich mir das daheim und mal auf YouTube schon angeguckt. Oder war ich begeistert von dem Thermomarken? Super! Ich danke dir! Bin ich nicht deine
Aber jetzt noch nicht. Das stimmt schon, oder? Nein, das geht nicht. Das geht nicht? Nein, du sagst, es geht, dann muss ich das auch. Eigentlich ist es ganz gut, dass der Big für eine Weile zumacht. Über viele Jahre, ich glaube sogar über Jahrzehnte, besucht man den oder das Weinhaus Beck. Es ist wie bei einer alten Familie, bei einer alten Ehe. Man geht immer hin, man gewöhnt sich an alles, man meckert da ein bisschen rum, man schimpft den Wirt, aber es ist immer das gleiche Maß. Und auf einmal, jetzt hat der Beck zu, auf einmal fehlt einem die Frau. Das heißt, der Beck fehlt einem. Jetzt erinnert man sich, beziehungsweise kommen einem die Qualitäten echt wieder in den Kopf. Ich vermisse den Ralf, ich vermisse seine Familie, die ihm immer treu mit Männlein und Weiblein zur Seite steht. Also ich muss schon sagen, ihr fehlt mir. Und ich wünsche euch, dass es bald wieder so wird, wie es einmal gewesen ist, dass ihr die Wunden schnell zum Heilen bringt und dass ihr wieder auch euch freut auf eure schönen und lieben Gäste, die immer so besorgt sind um euer Seelenheil. Es ist auch mir ein Vergnügen, euch das einmal deutlich zu sagen. Dass wenn sich alle an die Vorgaben halten, Mund-Nasenschutz, Abstand und Händedesinfektion, dass dann so... Der Werbeblock, der jetzt kommt, ist, Leute, wir wissen es nicht, aber möglicherweise springen wir gerade in die zweite Welle. Die Zahlen sind für manche Leute bedrohlich. Ich glaube, wir müssen entspannt bleiben, wir sollten achtsam sein. Aber ich habe was mitgebracht. Also die drei Buchstaben, die alle hoffentlich kennen, AHA, nämlich Abstandmaske, ist es so easy. Man kann auch, den habe ich nicht, den habe ich hier hinten, aber man kann auch das gute alte Dufttuch oder das gute alte Halstuch nehmen. Also Alltagsmaske, gibt es den Stoff, gibt es in jeder Apotheke. Abstand halten, Hände waschen. Ich habe hier kein fließend Wasser und bin zu faul, zum Brunnen zu gehen. Also Leute, macht eure Hände hygienisch. Und ja, das stresst die Hände, aber denkt mal an die Krankenschwestern und die Altenpflegerinnen. Die brauchen pro Monat eine ganze Flasche. Keine Sorge, es gibt auch gute Pflegemittel. Und das dritte, Abstand halten. Das geht manchmal ganz gut. Wenn es nicht reicht, der kann auch seinen Zollstock einstecken und die 1,5 Meter einfach ausmessen. Wie ihr seht, ist total einfach. So, jetzt vom Schluss abnehmen und einmal rüber. Ja. Jetzt reicht. Perfekt. Genau. Und der neue Buchstabe, den wir zugelernt haben, ist das L, Lüften. Haben wir den Vorteil an der frischen Luft, 17 Grad, außerdem Isolationsklamotten. Leute, frische Luft in die Wohnungen und um